Bridgebit, die neue dezentrale Kreditkarte zur finanziellen Freiheit, extrem hohe Limits, weltweiter Versand, Soft KYC, super unkompliziert, anonym deine Kryptos ausgeben. Wir gehen direkt gemeinsam rein und schauen uns das mal genauer an. So ihr Lieben, wieder ein weiteres Video. Ich habe da was Spannendes aufgetan. Und wie ihr wisst, am Anfang des Videos natürlich immer direkt den Like-Button nach oben hauen und den Kanal abonnieren, falls du noch nicht abonniert hast, damit du solche Videos eben nicht verpasst. Weil wie du siehst, wir haben hier wirklich was Spannendes vor Augen. Das Ganze ist wirklich brandneu, real live am 9. Februar. Bin da vor kurzem drauf aufmerksam geworden, habe mir jetzt eben auch hier die mittlere Karte bestellt. Und tatsächlich läuft das Ganze dezentral. Und ich sag mal, in 99% aller Fälle sind solche Karten immer zentral. Das Ganze läuft nicht Blockchain-basiert, sondern man muss immer erst noch Kryptos in Fiat umwandeln. Hier ein komplett neues System, was ich super, super spannend finde. Also generell seht ihr jetzt hier Unique Offshore, Krypto Debit Card, schnelle KYC, schnelle Lieferung und eigentlich schon alles ready, ja? Also ich muss ehrlich sagen, wir gehen gleich natürlich noch tiefer rein, schauen uns gemeinsam an. Es sieht noch nicht alles super professionell aus. Die haben sich wirklich noch nicht so viel aufs Marketing konzentriert, aber die Funktionen, die laufen und das ist dementsprechend das Spannende. Wenn du das selber anschauen willst, Link findest du natürlich in der Videobeschreibung. Aber erstmal gehen wir jetzt gemeinsam rein. Also grundsätzlich, die finanzielle Welt ist gerade in einem großen Wandel. Wissen wir alle, ist nichts Neues für euch, dass es dementsprechend mehr vom zentralen Bankensystem weggeht, mehr in den dezentralen Space. Ja, und aktuell ist es natürlich so, viele Menschen haben Geld in Krypto, müssen es dann aber doch erst wieder in Fiat umtauschen, um dann irgendwo bezahlen zu können und deine Kryptos direkt irgendwo auszugeben, um das Ganze direkt mit dem Wallet verbunden, weil das ist auch noch eine spannende Funktion, die ich euch später auch noch zeige. Deswegen kann ich nur sagen, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Kurz dementsprechend nochmal zum Unternehmen. Also eine dezentrale Organisation, die sich wie gesagt zur Aufgabe gemacht hat, Krypto für den Mainstream zugänglicher zu machen und dementsprechend die Blockchain-Technologie Smart Contracts dafür nutzt, um dementsprechend die Sicherheit jederzeit zu gewährleisten. Weil wenn du jetzt eine Krypto-Kreditkarte hast von Krypto.com, vom anderen großen Firmen, über die ich ja auch schon berichtet habe, die ja nicht schlecht sind per se, ja. Aber dein Geld ist bei der Company. Und sollte die Company jetzt pleite gehen, sollte sie gehackt werden oder was auch immer, ist dein Geld auch weg. Hier bleibt dein Geld bei dir. Und das ist ein spannender Punkt. Grundsätzlich nochmal kurz alle Punkte zusammengefasst. Also, schnelle KYC, super, super schnell, weltweit. Ihr wisst es, ich bin in Indonesien. Die Karte kommt aus Panama nach Indonesien innerhalb einer Woche. Ich werde euch natürlich Updates-Videos machen, wenn sie da ist. Hab sie jetzt vor 3-4 Tagen bestellt. Hab auch schon mit einigen Menschen gesprochen, die eben die Karte schon haben, die damit auch schon größere Transaktionen gemacht haben. Also, es funktioniert alles. Es ist nicht irgendwie jetzt mal ein Griff ins Blaue, sondern das Ganze ist ein System, was schon funktioniert. Und tatsächlich habe ich den Support auch gefragt, ob ich hier für die Community nicht nochmal bisschen was for free on top kriege, kann ich Ihnen nur ein bisschen was verlosen. Verlose unter allen, die hier einen Kommentar schreiben, was auch immer du schreibst. Zwei solche Karten werden dementsprechend unter allen Kommentaren verlost. Klar, die kostenlose Registrierung muss natürlich schon mal gemacht sein und was auch immer hier letztendlich kommentiert haben. Des Weiteren im nächsten Update-Video, wenn das Ganze dementsprechend bei euch jetzt hier eine gute Rückmeldung, ich habe ja auch bei Instagram eine Umfrage gemacht und über 90% von euch haben gesagt, dass ihr darüber mehr Informationen haben wollt. Und die haben sogar gesagt, ey, pass auf, wenn sich da wirklich ordentlich Menschen registrieren, verlosen wir sogar beim nächsten Video eine Metallkarte. Also die große Karte im Wert von 1000 Dollar. Also liebe Community, seid fleißig, tut euch einen Gefallen. Also wie gesagt, Offshore-Payment, Zugang für jeden und das Ganze dezentralisiert. Es ist bereits ready to go. Man kann direkt seine Funds aufladen, mit dem Wallet connecten und dementsprechend direkt Krypto auf die Karte packen. Sowie viele, viele weitere Möglichkeiten. Sie zum Beispiel auch passive Einkommensmöglichkeiten zu bieten. Auch das habe ich bei Kreditkarten wieder so noch nicht gesehen. Für diejenigen unter euch, die sich dann ein weiteres Einkommen aufbauen. Klar, ist jetzt nicht das Business, mit dem du reich wärst. Da haben wir den Business-Channel in der Videobeschreibung. Da hast du andere Businesses, wie zum Beispiel das WAU-Ökosystem, wo natürlich sehr gut verdienen kannst. Hierauf würde ich mir jetzt kein Business aufbauen. Das ist mehr so ein nice to have. Wie läuft das Ganze ab? Erstmal natürlich registrieren unter dem Link in der Videobeschreibung, dann die KYC machen, dann kannst du eine Karte bestellen, dann bekommst du sie schnell zugeschickt und dann kannst du sie auch nutzen. Ja, wie gesagt, es gibt hier diese drei verschiedenen Produkte, Standard, Premium, die aktuell auch noch reduziert sind, weil aktuell diese Pre-Sale-Phase ist und die VIP-Card. Ich habe mir jetzt erstmal die Premium bestellt. Ist nicht ganz bei 400, ich glaube, ist aktuell reduziert. Und jetzt schauen wir uns dementsprechend das Ganze doch mal hier im Vergleich an. Im Vergleich mit Black Cat, Nexo, wo ja auch schon einige nachgefahren, Crypto.com zum Beispiel, Bybit oder Trusty, was ja auch alles große Anbieter sind. Wir sehen jetzt hier dezentralisierte Top-Ups, nur hier. Ja, zentralisierter Service, da müssen wir hier drauf verzichten. Allerdings gibt es trotzdem einen Support, der auch sehr, sehr schnell antwortet. Muss ich auch sagen, Kommunikation war dort super easy. Aber klar, es ist dementsprechend keine zentrale Institution. Du hast hier einen 20-Level-Marketing-Plan noch dementsprechend dazu, wo ich gerade schon von gesprochen habe. Und was sind die Supported Countries? Weil wenn ich zum Beispiel von Crypto.com meine Karte nach Indonesien schicken will, sagen die zu mir,
das läuft nicht. Die muss ich dann dementsprechend erst nach Deutschland zu meinen Eltern schicken und die müssen mir es dann hier schicken und es dauert wieder Ewigkeit. Die liefern in über 150 Länder und die ganzen anderen meistens nur EU oder hier zum Beispiel Kryptobon über 100. Da ist zum Beispiel Indonesien nicht dabei. Für mich ein riesen Nachteil. Deswegen bin ich hier auch sehr positiv drauf. Ne? So, KYC ist vereinfacht hier. Die ist nicht so kompliziert wie bei vielen anderen, wo du dann irgendwie noch ein Selfie machen musst, irgendwas raufschreiben musst und so. Also hier ist die KYC tatsächlich einfacher gehalten. Können sie denn überprüfen, wo deine Funds herkommen? Wir wissen natürlich, keiner von euch hat irgendwo Geld aus illegalen Aktivitäten oder aus Meme-Coin-Zockereien, wo er Steuern sparen will oder was auch immer, ja? Weil da muss ich auch an der Stelle natürlich sagen, auch das, was ich hier mache, ist kein Financial Advice. Das ist alles Entertainment und just for fun. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier musst du nicht nachweisen, wo deine Funds herkommen. Und du siehst dementsprechend die Top-Ups. Pro Transaktion kannst du hier $150.000 ausgeben, ja? Selbst da hier Nexo mit 10.000 oder Kryptobunker mit 25.000 kommt da lange, lange nicht ran, ja? Also, du willst jetzt mal ein paar Luxusuhren shoppen, du willst dir einen Sportwagen kaufen. Hier ist dein Way to go. Monatliches Limit, Top-Up-Limit pro Monat bei 175.000. Auch hier, ja, deutlich höher als bei vielen, vielen anderen. Jährliches Limit, 2,1 Millionen. Der Bullrun steht uns bevor und hoffentlich machen alle von euch mindestens 2,1 Millionen. Aber die wollen wir ja dementsprechend noch ausgeben. Und wir sehen jetzt hier ganz klar, da ist man schon begrenzter. Also gerade für die finanziell Stärkeren unter euch, hier eine super Alternative. Dementsprechend kannst du den Cartier-Ring für 5.000, den kannst du noch mit fast allen kaufen. Ja, also wenn die Freundin mal einen neuen Ring haben will, das kriegst du noch hin. Wenn du jetzt aber mal eine Rolex für 25.000 kaufst, dann wird es schon schwierig. Da musst du schon sagen, ja, die Karte bitte 5.000, die Karte 10.000. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie eine super hohe American Express hast, dann sieht das schon ein bisschen blöd aus. Warum musst du jetzt mit 5 Karten bezahlen, ne? Dementsprechend hier, super einfach, ne? Ja, Private Island, Malediven, vielleicht für den einen oder anderen auch. Ich war auch schon mal auf den Malediven, ist ziemlich netter. Würde ich jetzt nicht zu lange dementsprechend. Eine Woche ist auch das Maximum, sonst wird es zu langweilig. Oder wie gesagt, ein Sportauto kann man sich hier auch holen, ne? Jetzt kommen wir dementsprechend zu den Preisen, Gebühren und Limits. Und da kann man jetzt sagen, bei der Standardkarte 4,9% pro Aufladung, also fast 5%, hier 4,3 und hier 3,4. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber hohe Kosten. Habe ich im ersten Moment auch dementsprechend gedacht, aber wenn man sich jetzt das zum Beispiel mit Exchanges wie Crypto.com vergleicht, sind die auch bei 4%. Schau dir mal den Bitcoin-Kurs bei CoinMarketCap an und schau dir mal zum Beispiel den Bitcoin-Kurs bei Crypto.com an und die ganzen Gebühren, wenn du dort Kryptos kaufst, wenn du es dementsprechend hin und her schiebst. Also die haben viele versteckte Gebühren, ja. Hier sind sie offen und transparent. Du hast hier viele Vorteile, wenn du das jetzt als kleinen Nachteil siehst, dass du hier höhere Kosten dementsprechend hast bei der Aufladung. Ja, irgendwo muss man auch mal den sauren Apfel letztendlich beißen. Dafür kannst du letztendlich dezent rausgeben und letztendlich ist es ja auch immer noch im Rahmen. Lohnt sich dementsprechend schon. Wie gesagt, aktuell seht ihr hier das Offer. Kleine Karte $88, 355 und VIP-Karte 799 aktuell. Zeige ich natürlich auch gerne hier die Karte. Habe ich mir, wie gesagt, nach Bali dementsprechend jetzt senden lassen. Ist schon successful und hier seht ihr es dementsprechend auch, wenn ihr euch verbindet mit der Wallet hier. So, dann kannst du dementsprechend auch hier deine eigene PIN dementsprechend eingeben und wie gesagt, hier dann eben die Karte bestellen. Hier kommen dann die verschiedenen Optionen. Da kann man auch direkt mit dem Wallet hier bezahlen. Eine Bridge soll später auch implementiert werden, beziehungsweise wo du dann einfach hier auch Kryptos exchangen kannst, ohne extra Fees. Also sie bauen auch noch viele weitere Funktionen auf. Wie gesagt, sind gerade am Anfang. KYC kann man hier machen. Wie gesagt, ging relativ fix alles durch. Support kann man hier jederzeit anschreiben. Gibt auch eine Telegram-Gruppe, die in der Videobeschreibung findet. Und ja, für diejenigen, wie gesagt, die das Ganze noch weiterempfehlen wollen, Möglichkeiten bieten sich. Wie gesagt, nicht sonderlich lukrativ, jetzt hier mit 5% oder dementsprechend von den Top-Up-Gebühren, wenn 80% ausgeschüttet, so wie gesagt, Long-Term gesehen, kann da natürlich ein bisschen was rumkommen, aber sollte jetzt nicht der Hauptanreiz sein. Ansonsten, wie gesagt, gerne auf Twitter folgen. Also, ich bin gespannt. Was ist deine Meinung? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Abonnier direkt den Channel und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video.